Ein vom Hals abwärts gelähmter Adliger freundet sich mit einem jungen Mann an, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und den er aus einer Laune heraus zu seinem Pfleger macht. Das klingt nach einem schweren Drama, ist doch aber eine Erfolgskomödie aus Frankreich, die dort schon bereits über 13 Millionen Zuschauer begeistern konnte. Hier in Deutschland läuft sie jetzt auch schon und konnte fast eine halbe Million Leute ins Kino locken. Ich frage jetzt mal die Zuschauer, die den Film gerade gesehen haben, wie er Ihnen hier gefallen hat. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Sehr gut. Ich heule noch ein wenig. Ich fand ihn super. Also ich bin ins Kino, weil ich gelesen habe, dass es einer der erfolgreichsten französischen Filme jetzt ist und wollte ihn mir ansehen und hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ich habe gerade gesagt, ich habe Tränen gelacht. Ja, ich fand es auch sehr gut und ich fand es super berührend. Also mir hat es super gut gefallen, auf jeden Fall. Die Schauspieler waren gut, die Handlung war gut. Es war nicht nur ein lustiger Film, sondern auch ein trauriger, aber beides zusammen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand ihn super lustig. Philipp war eine tolle Figur und gerne wieder mehr so eine französischen Filme. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Extrem geil. Das war so keine langweilige romantische Quatsch. Also echt über Freundschaft, Gesellschaft. Ja, ganz gut. Hat mir gut gefallen. Ja, sehr gut. War so lustig und gefühlvoll inszeniert. Ja, ich fand ihn auch gut. Gute Buddy-Komödie. Könnten sich deutsche Filme eine Scheibe von abschneiden. Total super. Ich habe sehr gelacht. Was mochten Sie besonders? Der Humor. Ich fand das einfach eine super Komödie. Ziemlich beste Freunde scheint also auch hier zu einem Hit zu werden. Noch könnt ihr nicht im Kino ansehen, also nicht verpassen. Ziemlich beste Freunde. Einfach mal was anderes wagen. Geht ins Kino und schaut euch den Film an.